Morgen zusammen. Wie ihr sehen könnt, bin ich wieder unterwegs mit meinem Bulli. Ich wollte mich heute auf dem Weg Richtung Norden machen. Für so 2, 3, 4 Tage, ich weiß noch nicht genau. Und bin gerade auf der Autobahn A2 um 7.33 Uhr. Da kommt schon die Verkehrsmeldung, dass Porta Westfalica eine Vollsperrung ist. Wegen eines Unfalls und dort circa noch bis 10 Uhr. Also gute 2,5 Stunden die Straße gesperrt bleibt. Das heißt gleich runter von der Autobahn und ein wenig Überland fahren. Wird wahrscheinlich fast genauso lange dauern, aber wenigstens steht man nicht die ganze Zeit auf der Autobahn und sieht vielleicht noch was Schönes. Also, bleibt dran wie immer und genießt, was da noch kommt. Ich habe mich jetzt schön hinter so einem Bus geheftet hier. Der fährt laut Tacho 110, laut Navi so 97. Und habe mal zwischendurch meine Karte studiert. Ich werde jetzt gleich die Autobahn einmal Richtung Rinteln verlassen, um diese Vollsperrung zu umfahren. Es müsste eigentlich ganz gut klappen. Sperrsieg, dann wenden. Also mein Navi sagt mir jetzt ungefähr seit 4-5 Kilometern, seitdem ich von der Autobahn runter bin, um den Stau zu entfahren, bitte wenden. Und wenn möglich, bitte wenden. Und es wird schon ganz nervös. Jedes Mal, wenn ich auf diesen Pfeil zufahre, fängt schon alles an zu blinken. Ist schon ganz spaßig. Aber ich weiß ungefähr, wo ich lang will. Aber das Navi will einfach immer nur... Fahren Sie 600 Meter, dann links halten auf die Weserstraße. Genau, das Navi will einfach immer nur, dass ich wende, wende, wende. Es ist halt schon 10 Jahre mindestens alt, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Die Kartenupdates funktionieren nicht mehr. Aber bevor ich nach 1,5 Stunden auf der Autobahn stehe, wie gesagt, fahre ich lieber hier über Land. Ist auch ganz schön. Das meint mit Überlandfahrt. Man fährt jetzt entlang der Weser hier. Ist schon schöner als auf der Autobahn. Bitte wenden. Leute, ich weiß nicht, ob man es noch sieht, aber ich habe jetzt noch eine Gänsehaut. Vor mir der LKW hat gerade mehr oder weniger schon quer gestanden. Nach rechts ist der ganze Auflieger ausgebrochen, weil der eine Vollbremsung machen musste. Also der Verkehr ist heute schon echt sehr voll. Ich bin jetzt seit über 2 Stunden unterwegs und habe gerade 130 Kilometer. Ist noch okay, gar keine Frage. Aber schon dreimal fast ein LKW-Unfall jetzt gewesen. Ist echt unglaublich, wie voll die Straßen sind. Obwohl keine Ferien sind oder sonst was. Ich muss jetzt gleich wechseln auf die A352 Richtung Hamburg. Da werde ich dann erstmal rausfahren und ein Päuschen machen. Und den Wagen durchlüften. Boah, der stinkt nach verbranntem Gummi jetzt. Es war gerade hier nur noch eine riesenblaue Wolke vor mir. Das ist schon schöner, wenn man Radtouren macht, ohne Auto. Man hat diesen Stress mit dem Fahren nicht hier. So sieht das doch gleich wesentlich angenehmer aus. Von der A2 runter und schon geht es. Aber in 11 Kilometern muss ich auf die A7 und da wird es wahrscheinlich auch wieder sehr voll werden. Also genießen, was man gerade hat. Wie man gut sehen kann, bin ich angekommen. Im Ostseebad Grömitz. Hier am Strand könnte man sagen, ist noch nichts los, was sehr schön ist. Das Wasser duftet, ja, wie man so kennt, ne? So leicht fischig, aber wunderschön. Strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint, angenehme 20 Grad Lufttemperatur. Also gefällt mir sehr gut. Mit dem Stellplatz, ich stehe jetzt gerade hier hinter der Düne, muss ich mal schauen, dass ich da in diesem Café mal frage, weil da steht nur für Gäste. Aber wenn die abends schließen, könnte ich ja eigentlich schön hier stehen bleiben. Würde sich ja anbieten. Schön rückwärts
Da zur Mauer vielleicht, mit Blick aufs Meer. Die Fahrt an sich waren jetzt anstatt 4 Stunden, die ich geplant hatte, gute 7 Stunden, weil wirklich sehr viel Stau war. Was nicht schön ist, aber da ich ja keinen Zeitdruck hatte, ist das Ganze trotzdem noch relativ entspannt geschafft. Und jetzt werde ich mich, wie gesagt, erstmal gleich hinsetzen, ein bisschen was essen. Ich habe noch Mozzarella und Hähnchenbrust im Auto. Die werde ich genießen und dann alles Weitere. Jetzt werde ich doch noch weiter schauen, wo ich einen guten Platz für die Nacht finde. Hier entlang der Uferpromenade oder so. Weil da hinten, das war nicht gewollt, wo ich zuerst war. Also schauen wir mal. So kann man es doch im April schon aushalten. Also war die richtige Entscheidung. Ich war erst am Zweifeln, weil im Westen sind 10 Grad mehr gemeldet, also 28 bis 30 und hier nur 18 bis 20, aber es ist völlig okay. Ist echt sehr angenehm und es soll die nächsten Tage ja eh wärmer werden, dann wird das auf jeden Fall passen. Das Einzige, was schade ist, hier auf der Promenade darf man nicht mit dem Rad fahren. Jetzt fahre ich hier oberhalb der Deichkrone. Da ist die Ostsee hinter den Bäumen und ich glaube, ich werde meinen Standort nachher noch mal wechseln, so ein bisschen außerhalb weiter. Da gibt es auch ein paar schöne Ecken, wie ihr hier seht, wo man dann auf jeden Fall auch gut stehen kann. Direkt vor mir ist jetzt das Deichhaus. Ich weiß gar nicht, wie der nächste Ort hier heißt, aber ich fahre von Grömitz aus weg. Nicht Richtung Neustadt, sondern die andere Richtung. Und da ist so ein Kletterpark. Sehr schön gemacht. Oh, mit Minigolfanlage unten drunter. Oh, hier scheint so einiges zu sein. Ja, Kletterpark, Minigolf, so eine Rutsche da vorne. Café auf der anderen Seite. Ach, und Tourismusinformationen. Ja, gut. Dort rechts von mir sieht man die Deichkrone. Ach, das werden ein paar schöne Tage. Wie gesagt, heute wird erstmal so ein bisschen geguckt, nur nach dieser langen Autobahnfahrt. Bin ich auch ein bisschen groggy, muss ich zugeben. Und werde deswegen heute nichts Großes mehr reißen hier. So schön kann Ostsee sein. Eine weitere Familie ist noch hier und das war's. Ich werde jetzt mal das Wasser antesten. Ach ja, es geht. Es ist gar nicht so kalt. Also 15 Grad würde ich tippen. Vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, ich weiß nicht genau. Aber schon schön und schön klar, vor allen Dingen. Überall die Schwäne hier. Ich zoome das Ganze mal ein bisschen ran. Wir sitzen hier. Überall. Echt klasse. Das ist echt wie Sommer, bloß dass nichts los ist, was die Leute angeht. Wunderschön. Ich glaube, für heute wird nichts mehr großartig kommen, was ich euch hier zeigen möchte, weil ich auch genug habe für heute. Ich werde gleich noch ein bisschen lesen,
bisschen einfach Füße ans Wasser stellen und den Tag ausklingen lassen. Die weiteren Tage hier werden jeweils mit Radtouren beginnen und dann nehme ich euch dann gerne wieder mit. Also macht's gut, euer Markus.